Freunde der Nacht, ich grüße euch und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Resident Evil, mittlerweile Teil 16. Und ja, was soll ich sagen? Also erstmal Respekt an Mia, so eine Bombe droppen zu lassen, denn damit hat sie sich mega in Gefahr gebracht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das jetzt auf die Story auswirken wird und wie es weitergehen wird. Deswegen würde ich sagen, ohne weitere Umschweife gehen wir ins Spiel. Bis gleich. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns ein bisschen um. Gespeichert haben wir schon. Oh, ein Schrank. Haben wir eigentlich mittlerweile was um... Nö, wir haben nichts um Munition zu machen. Das ärgert mich. Aber nun gut, egal. Da ist ein Aufzug. Hier kann ich was aufziehen. Und wo kommt jetzt gleich das Viech? Okay, was haben wir hier? Bla 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 bla. Probe in den Netzwerk-Szenenbehälter. Okay. Ach, ich glaube, hier waren wir schon letztes Mal, ne? Oder? Hier brauchen wir eine Art Dietrich. Maschinengewehrmunition. Oh, nice. Auf die Waffe. Ja, wobei, was heißt. Die Waffe ist doch schon cool, aber sie macht halt ultra wenig Schaden, ne? Hier ist ja der Laptop, den wir benutzt haben. Nochmal ein bisschen Kraut. Was auch immer dort Kraut zu suchen hat. So, und hier kommen wir erstmal nicht weiter. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch einen Weg. Und das heißt, hier lang. Boah, mich nervt es so, dass ich keine Pistolenmuni habe. Tack, 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 tack. Alter, wie lange ist die Leiter, Mann? Holy shit. Okay. Haben sie es aber auch echt gut gemeint mit der Leiter hier. So. Was ist eigentlich überhaupt unsere Aufgabe? Nach Ethan suchen, die Tür mit Ätzmittel öffnen. Also die Tür da unten dann wahrscheinlich. Okay. Also heißt, wir müssen Ätzmittel finden. Zack. So. Oh, wir sind beim Captain oben, oder was? So Kapitänsgejüde, oder? Das ist doch so die Front, oder nicht? Gucken wir mal raus. Keine Ahnung, was es ist. Oh, Alter, guckt euch mal die Dinger an hier. Das muss ja ein riesen Ding sein. Krass. Das ist schon krass auf jeden Fall. Aber cool. Okay, ja, dann würde ich sagen. Vielleicht funktioniert er noch. Also jetzt kein Hate, ne? Aber das ganze Schiff ist am Arsch. Aber Hauptsache der Computer funktioniert oder was? Kamera wechseln. Okay. Oh, cool. Also, da sind wir jetzt überall hergekommen. Was ist das? Ah, das ist so eine Art Krankenstation vielleicht? Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Unterstes Deck. Ethan! Hör auf, Evelyn! Verdammte Halluzination. Wo ist sie? Jo, alles klar. Das ist nicht mal eine klare Ansage. Gut, wir brauchen aber auf jeden Fall noch Stuff. Und das heißt, wir suchen jetzt mal hier oben ein bisschen ab. Ein Muni, Mann. Oder irgendwie was um Muni. Oh, nice. Wir können Muni herstellen. Das da verbinden mit... Warte mal, wir haben noch starke Flüssigkeit, ne? Normale. Verdammt. Ja gut, egal. Wir brauchen auf jeden Fall was. Dann erstmal so. Okay. Das ist schon mal viel wert. Da ist jetzt nichts mehr drinne. Oh lol, wie bitter ist das denn, Mann? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Wollte der aus dem Fenster springen und wurde daran gehindert, oder wollte der ins Fenster springen und wurde daran gehindert? Ich glaube in, aber wo kam der her? Okay. Lassen wir jetzt mal so stehen. Okay. Kapitänskabine. Karte des Schiffes. Sehr gut. Oh, ein Kreuzschlüssel. Aber dafür brauchen wir einen Schlüssel und den haben wir nicht. Verdammt. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal noch weiter um. Aber ich glaube, das war's dann auch schon. Ja genau, jetzt sind wir hier einmal im Kreis gelaufen. So, hier haben wir noch was. Hier ist nichts mehr. Da unten liegt noch eine Bombe. Können wir die Bombe eigentlich... Warte mal. Ich würde die Bombe gerne... Ich kann ihn nur betrachten, ne? Weil wie die zusammengebastelt ist mit Batterien irgendwie und... Naja, ich weiß nicht, ob eine Bombe man wirklich so bauen kann. Wenn, dann wäre das ultra krass. Was ist das? Glas oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich mit der nichts anfangen. Kann die nur angucken. Okay. Sonst hätte ich gedacht, wir machen mal den Weg da unten frei. Volksbank, wir machen den Weg frei. Okay, das war jetzt voll die Schleichwerbung. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, schade, dafür werde ich jetzt nicht mehr bezahlt. So ein Scheiß. Okay, wir machen jetzt hier einmal runter. Ja gut, ne? Also, da haben wir alles abgesucht und... Von da sind wir ja gekommen. Das sieht doch mal gut aus. Dann machen wir doch mal das hier. Okay. Wieso komme ich nicht runter? Jetzt geht's. Einmal speichern bitte. Danke. Okay. Oh, hallo Monster. Ich will aber nicht heruntersteigen. Ich würde sagen, da gehen wir erstmal nicht lang. Wir gehen erstmal oben lang. Okay. Was haben wir hier? Louis. Das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir uns schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Wattel danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2. Aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Dwayne. Alles klar, das heißt... Ah ja, hier fehlt also... das Kabel. Und da fehlt irgendwie eine Sicherung, oder? Gut. Wir gehen erstmal hoch. So, Messer. War das nicht F2? Wo, nee, S2 war das mit, Ethan, ne? So. Okay, zack. Das hier ist also zu. What the fuck? Oh. Alter, war der mies, Mann. Junge, ich habe mir fast ein Süßchen gemacht, ey. Oh, eine flüssige Chemikalie. Sehr nett. Mistviech. Nochmal Schießpulver. Das können wir tatsächlich gebrauchen. Zack. Plus das da. Perfekt.
16 Jahre seit dem Albtraum von Recon City leiden die Überlebenden immer noch. Okay. Bleib tot. Mach Platz. Bleib da. So. Okay. Also hier ist... Oh, hier ist offen. Wo geht's hier hin? Also ich kann mich irgendwie nicht dran erinnern, dass wir hier oben waren. Oh, cool, eine Bombe. Nochmal eine Bombe. So, ein Dietrich. Sehr nice. Zack. Ich weiß, ich habe den Wackelkopf gesehen, aber ich werde dafür keine Munition verschwenden, weil ich da bestimmt nicht hinkomme. So, was haben wir hier? Och lol, Hallöchen, mein Guter. Ah, alle chick? Ach komm. Bist du jetzt endlich tot? Sieht man gar nicht so schlecht aus. Aber was ich krass finde, die neuen hier, die haben immer so eine Art leichtes Schild sich entwickelt. So zum quasi so sich decken. Das ist irgendwie schon creepy, aber auch irgendwie cool. So, da ist nichts drin. Machine Gun Munition, sehr geil. So. Dann hätten wir da mal alles. Dann gucken wir mal noch hier rein. Aber hier scheint alles soweit durchsucht zu sein. Hier nochmal Schießpulver. Das würde ich jetzt aber mal noch nicht verarbeiten, weil ich, wie gesagt, eigentlich noch eine starke Chemikalie haben möchte. Oh, okay. Nochmal Kraut, sehr gut. Okay, die Bilder hängen jeweils gegenüber. Die hier sehen irgendwie richtig aus und die sehen falsch aus. Also, sagt mir so mein Bauchgefühl. Das heißt, ich werde wahrscheinlich das Bild... auch so machen müssen, oder? Immer. Dann rot unten. Okay. Und schwarzer Fleck unten links. Mhm, das sieht gut aus. So, 1, 2, 3. Ätzmittel. Sehr gut. Sehr nice. Okay. Das hätten wir dann in dem Fall auch. Von welcher Richtung sind wir gekommen? Von da. Gut, gut. Dann gehen wir mal da lang. Och, komm schon. Warum müssen die eigentlich immer so mit dem Kopf wackeln? Puh. Ist gar nicht so einfach, die immer zu zielen. Mit ihren Wackelkopf da. Oh, entriegelt. Ja gut, da wollen wir mal noch nicht lang. Nochmal eine Bombe. Okay, das war glaube ich der Raum, wo wir den, wo der infizierte Typ rumlag. Oh ja, so ist es auch. Und meine Damen und Herren, wir können hier eine Runde speichern. Das finde ich sehr gut. Einmal speichern bitte. So. Das haben wir schon gelesen. Pistolenmunition. Nochmal ein Ätzmittel. Sehr gut. Ich glaube, weglegen müssen wir tatsächlich noch nichts. Aber wir können uns auch mal zwei einfache Heilmittel machen. Das da und... Ja, warte mal, wie viel Munition habe ich denn noch? 12 Stück. Ja, das behalten wir mal lieber für uns. So. Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis rumgelaufen und ich erinnere mich, dass wir hier einen Raum hatten, der nicht ging. Genau. Wir haben 4 Erzmittel. Dann würde ich doch sagen, opfern wir eins und gucken mal rein.
Okay. Da ist leider nichts drin. Starke Chemikalie. Schrankschlüssel, Kapitänskabine oben. Jawohl, das ist... Jawohl, wir kriegen unsere SMG, Leute. Sehr gut. So, ansonsten gab es ja eigentlich, glaube ich, nichts mehr. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Aber wir gehen jetzt mal hoch. So, zack. Ach so, warte mal. Nee, nee. Das ist... Nee, das ist 2F. 1F. Wo war nochmal die, 3F oben. Okay. Ich würde sagen, holen wir doch auch mal gleich das Kabel bei der 3F. Bevor wir jetzt da hochgehen. Oder sollen wir erst... Nee, ich will die Maschinenpistole erst haben. Ich bin gierig. Dann gibt's da oben ja eh nichts mehr. Boah, also die Leiter, ne? 3 Jahre später. So. Also dem Stromding, also dem Aufzug würde ich auch nicht trauen, ne? What the fuck? Oh lol. 2 Schlüssel, der war tot. Auch gut. Alter, hat der mich erschreckt, Mann. Blödes Mistvieh. So. Tja, in dem Fall haben wir hier eigentlich... Hab ich dich, du Drecksack. Kommt noch was? Nö? Gut. So. Komm zu Papa. Was? Ach so, ich wollte Schlüssel, nicht Dietrich. Oh ja, das wird spaßig. Sehr geil. Okay, dann sind wir hier oben, denke ich mal, eh komplett fertig. Upsala. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt 3F das Kabel holen. Die Frage ist nur, wo das Kabel ist. Was ist eigentlich da drin? Achso, das sind ja... Okay, okay, okay. Gut, dann müssen wir... Warte mal, waren da Kisten? Nee, schade. So, und da drüben war eine Tür zum Ätzen. Ich vermute... Oder warte mal, sehen wir das auf der... War das? Ah, Hallöchen. Na, bist du tot oder lebst du noch? Lebt noch, oder? Nee, tot. Das ist immer so schlecht einzuschätzen. Also die Viecher, die überleben immer so lang. Aber... Schacht, krank... Oh ja, genau. Siehst du? Perfekt, ist eingezeichnet. Dann einmal bitte aufätzen. Tja, was soll man dazu noch sagen, ne? Oh, guck mal, das ist das Ding, wo wir rausgesogen wurden, ne? Genau, und hier war dann das Rieseninfermo mit Kaboom und so, oder? Nee. Doch? Ja, doch klar, das ist der Gang, wo das Mädchen stand und dann gesagt hat, für immer und so. Und dann müsste es uns hier rausgebombt haben. Okay. Oh ja, ich liebe es, wenn es dunkel ist. Ironie off. Aber das hier sieht mal nach Krankenstation aus. Sie haben nicht genügend Platz. Willst du mich verarschen? Okay, das heißt, wir müssen mal ein bisschen hier improvisieren. Flüssige Chemikalie. Kombinieren mit dem da. Genau. Starke Chemikalie. Kombinieren mit dem da. Dankeschön.
Was ist das eigentlich hier? Arzneimittel, das kurzfristig die Sinne schärft, wodurch sie Objekte einfacher aufspüren können. Ich will das jetzt mal probieren. Da. Okay. Oh lol, okay. Ah, nice. Krass. Das ist ja quasi wie so eine Art Wallhack. Nochmal ein Adsmittel. Da hinten liegt nochmal was. Da geht's weiter. Hm, nee. Oh, das ist cool. Das hilft auf jeden Fall weiter. Hinten ist nochmal was. Okay. Aber hier. What the. Wow, Bruder. Hallo? Alter Falter, habt ihr das mit der Tür gesehen? Wie krass war das denn, Leute? Auf jeden Fall bin ich gespannt, was da für ein Viech um die Ecke gleich kommt. Das erfahren wir aber im nächsten Teil. Und bis dahin, ich wünsche euch was, haut rein. Macht's gut.